you. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Willkommen zu einem neuen Vlog. Hasse Vlogs. Ich weiß nicht, wie es ein Vlog-Channel werden konnte. Bin mega krank wieder. Was geht ab? Wir haben ja die alte Crew versammelt. Einmal Maoki sitzt hier am Steuer. Ihr seht sie nicht. Sie ist kurz. Jetzt gucke ich in die Kamera auf die Straße. Dann haben wir mich, wie immer. Weil ich sage mein Kanal, was soll ich sagen? Wir haben Mike hinter der Kamera. Mike, wink mal. Super. Mike ist sowas wie ein Erik, nur ist es ein Mike. Und Scheißhaufen viele Sachen. Und weil Mike wirklich so krank wie Platz weg, mussten wir einen Bus mieten wegen all diesen Sachen. Wir haben alle nur 2 Stunden geschlafen, wir sind krank übermüdet. Wir hoffen einfach, dass Mauki nicht aus Versehen am Auto am Steuer einschläft und uns alle in ein Auto katapultiert, weil dann würden wir das Fotoshooting nicht schaffen, das wäre sehr schlecht. Warum mache ich ein Fotoshooting? Genau, ich mache Kalender, liebe Freunde. Mir fällt gerade auf, wenn das Video online kommt am Sonntag, dann ist ja der Shop schon online. Also, liebe Leute, Hashtag Werbung, falls ihr den Kalender kaufen wollt, für den wir uns jetzt hier den Arsch aufreißen, dann klickt gerne hier auf den Link. Können wir das schaffen? Ja, nee. Was ist das für eine Stimmung, Alter? Kommt schon. Ja, in dem Sinne, liebe Freunde, ne? Wir sind angekommen beim Süßi Lionel Steve. Alter, bei dem Arm haben wir es fast geküsst. Das war ja. Das ist der Fotograf für die nächsten 3 Tage. Der süßeste Süßi aller Zeiten. Wir gehen jetzt rein. Wir laden jetzt diesen Scheißhaufen an Scheißhaufen viel Stuff aus. Okay, liebe Leute, let's go. Starten wir mit der Arschfickerei. Leute, die beste Zeit, um ein Shooting zu besprechen, ist 1,5 Stunden, nachdem es schon angefangen hat. Mach was in der Medienbranche, machst du was mit Medien. Ja, mach so zu mir und so. So. Nee, eher so. Hä? Nicht so. Hallo. Nee, das war sehr schön. Versucht hässlicher zu sein. Aber ich bin nun mal wunderschön. Leiden. Du wirst niemals verstehen, wie es leidet. Okay, was machen wir als nächstes? Next Set? Ja, genau, was machen wir als nächstes? Ach, stimmt. Klo? Okay, dann bist du fertig, ein paar heiße Fotos in deine Dusche zu machen. Schau dir meine Schulterknöchel an. Kalt, Anissa, kalt! Alles gut, ich hab die Sachen runter. Also, naja, er muss sich ja schon ordentlich feucht kriegen. Okay. Okay, mein Lieber, so einer bist du also. Ich denke, wir könnten bis 20 Uhr sogar durch sein. Wir können heute früh schlafen gehen. Ich fühle mich so ohnmächtig, ich kann nichts berühren. Wir haben gerade express Maniküre gemacht und meine Fingernägel echt schrecklich aussahen. Bock! Kleiner Vogel! Tiefer und schau eher so nach hier. Ich schau dir mega nicht an. Nee, das winkt ja! Oh mein Gott! Da hin! Hier! 5, 6, 7, 8 und 9. Popcorn mag ich ja nicht. Ein bisschen Popcorn aus meiner Mütze. Vaginalpopcorn. Zurück, was man mit Make-up machen kann. Heute Morgen war ich noch ein hässlicher Hurensohn und jetzt sehe ich aus wie eine Prinzessin. Ich rieche nach Pisse. Und go. Das macht Spaß. Ich bin ein Klecker, Anni. Ein Klecker, Anni. Ich meine, eine Klecker, Anni. Jetzt ist Sushi. Ja! Ich kann das Katzenkissen riechen und Oberteil ausziehen. Okay. Oh, kannst du in die Nase stecken? Ja, bitte. Einmal mit professionellen Arbeit. Wo, hier? Was tue ich hier? 6,5 Stunden später. So, Leute, es ist Mitternacht und das letzte Set. Anni-Normalo-Kalender mit der Schule. Leider ist im Hintergrund einfach eine Nebelmaschine. Weltmaster 3000 auf YouTube.
unser YouTube-Kanal kommt, ich schwör's euch, Leute, ohne Witz. Wie viel kommt da raus, Alter? Naja, wie schuld ist das letzte Set? Morgen! Wir haben gestern so lange noch gemacht, dass wir vergessen haben, ein Abschlussding zu drehen. Also mache ich das jetzt. Wir hatten gestern einen schönen Tag. Wir haben den gesamten Kalender fertig gemacht. Wir sind um, wann sind wir nach Hause gegangen? Um 1, 2. Wir haben noch eine Stunde gequatscht oder so. Bis 3, Alter. Wir waren so aufgedreht gestern Abend. So bescheuert, das klingt, man mega müde. Aber sobald es hieß, ab ins Bett, waren wir aufgedreht. Die kleine 7-jährige Kinder, die nur noch eine weitere Minute vom Film gucken können. Bitte, Mama, bitte. Jedenfalls sind wir gestern nach dem Shooting zurück in unsere Unterkunft. Ich habe eine schöne kleine Wohnung für uns gebucht. Und heute Morgen sind wir nice aufgewacht. Und mit nice aufgewacht meine ich, Mike hat mich angerufen und war so, Anissa, wir müssen eigentlich los. Und ich war so, und dann bin ich bei Mauki ins Zimmer und war so, Mauki. Und sie war so, heute schon wir Teil 1 der Cosplay-Kalender. Also quasi heute 6 Outfits und morgen die restlichen 6 Outfits. Wir ziehen jetzt durch. Aber erstmal gemütliches Familienfrühstück. Ganz ehrlich, dafür, dass ich 2 Wochen nicht gepennt habe, sieht ungeschminkt überraschend wenig zerstört aus. Ja, ändert sich das Make-up jetzt eigentlich für jedes Cosplay oder machst du jetzt einmal so ein Grund-Make-up und darauf bauen dann alle anderen auf? Genau, genau. Ich mache jetzt quasi das und beim nächsten machen wir dann einfach nur den Lippenstift anders. Deswegen, weil der Evergarde ist also dieser Ultra-Soft-Look. Deswegen machen wir jetzt gerade ein Soft-Girl-Make-up. Guck, guck, guck jetzt! Sehr gut, ich bin bestätigt. Jetzt bin ich so, ich bin geschminkt. Lach mich aus. Hm. Das sieht so süß aus. Ich bin Pippi Langstrumpf. Hallo, ich habe keine Haare mehr. Du bist ein kleiner Kackhaufen auf dem Kopf. Ah, so wurde ich geboren. Du hast sie noch nicht mal richtig an die Perücke und das steht ja schon unfassbar gut, ne? Ist dir bewusst, ja? Ja. Ah. Ah. Oh Gott, ich kann das Schiss von diesem Tisch. Von diesem Tisch? Stuhl. Stuhl. Hallo, ich bin eine Roboterdame, aber ich habe trotzdem Gefühle. Mein Name ist Violet Evergarden und ich schreibe Briefe. Schreib sie leiser, ja? Doppelseitiges Klebeband, reparieren alles. Wie von sauberer Hand. Hani ist müde. 5, 6, 7, 8 und wuh. 7, 8 und wuh. Bam! Jo, jo. Schön, wie du deinen Fokus in die Kamera streckst. Ich dachte, das wird das leichteste Set. Oh. Stell dich mal zurück, sonst, wenn du da jetzt rumpimmelst. Ich will auch pimmeln. Ich will pimmeln. Wir haben jetzt erst um 17 Uhr das erste Set fertig. Das war unfucking fast aufwendig. Okay, hast ihr Leben. Sie stylt noch die Perücke fertig, während ich mich umziehe. Das ist eine Katastrophe. Aber ja, Violet Evergarden ist zumindest gemacht. Mike! Hm? Schau mal hier. Oh mein Gott, Alter. Yes! Das ist hier. Was hier? Hier sehen Sie ein hochkonzentriertes Andi. Oh Gott. Ich hab doch nicht nur das halbe Cosplay an. Tada! Ich bin eine Prostituierte. Ah, eine Tüte voll Scheiße. Das ist nicht mal meine richtige Haut, Alter. Das ist einfach so eine Hose. Ach, Katastrophe. Jetzt stehst du bitte wieder auf, Frau. Nein, hallo, ich habe keine Haare mehr. Was passiert hier? Mein Kopf.
Hallo, nächstes Cosplay ist am Start. Mauki, hilf mir noch, die Perücke zu stylen. Hat sie alles heute gestylt, weil ich das vorher nicht geschafft hatte und wir shooten mussten. Und Mauki war so, kein Problem, ich schneide dir das. Okay, kannst du leichte Varianten machen? Okay, Mauki von hinten weggehen. Admir, du gehst stattdessen, stabilisierst. Schnell, 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 der Leben für dich. Okay, Hand stoppen. Achtung, 5, 6, 7, 8 und go. Ja, nochmal, Achtung. 5, 6, 7, 8 und go. Ich bin tot. Ich habe mein nächstes Cosplay an. Mir ist kalt, ich bin halbnackig. Weißt du was? Lass mich aber meine Armbänder tragen. Es ist keine Phase, das ist mein Leben. Wenn ich jeden Tag meine Freundschaftsarmbänder trage, dann. Was ist denn Schiss wegen deiner Haare abpassiert? Ah, leave Anissa alone! Leave Anissa alone! Was passiert hier? Das ist Cosplay nach 10 Uhr? Ja! Cosplay after 10. Das muss eigentlich hochgesteckt werden, wa? Ja, mal zu werden, wa? Kommst du aus Berlin? Nein! Das sagen ich bin ein Konglomerat aus allen deutschen Dialekten. Ein Konglomerat? Ich verkünde, das muss hochgesteckt werden. Du brauchst mich nicht mehr, ne? Denk dir keine Scheiße aus, sag einfach ja oder nein. Und so verließen sie mich. Alle. All meine Freundinnen haben mich immer irgendwann verlassen. Hey! Oh mein Gott! Nein, jetzt komm nicht wieder für meinen traurigen... Was? Warum bist du... 3, 2, 1... Ich glaube, wir haben es exakt gleich. Damn! Okay, als nächstes Knie wieder. Let's go! Nice! Okay, sobald du nach vorne spritzt, tiefer nach unten. Das klingt so falsch, Alter. Oh mein Gott, sobald du nach vorne spritzt, tiefer, ehrlich? Was? Mind your nose. Wow. Mama. Halt die Fresse, Kind. Ich hole noch kurz ein Band. Mike? Ich bin hier. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr tönt dich das als Spinnenfetischist an? 12,5. It's a wrap? It's a wrap! Aufstehen. Jetzt. Sofort. Ich hasse mein Leben. Ich hasse diese Existenz. Nein! Ich bin nackt. Ja. Aufzufilmen! Da! Ist ja gut. Siehst zumindest schön aus. Wie eine Prinzessin. Was? Was? Bist du neidisch, weil dein Schwanz größer ist als deiner? Ja, das ist aber erst schon später. Da weißt du nicht, was du sagst. Vielleicht ein bisschen. Na, ihr Schwanzlutscher. Sieht so süß aus, ich hatte das so lange nicht an. Das war damals mein Lieblingscosplay. Leute, ich habe mein altes Lieblingscosplay an. Riku! Ich bin so lange nicht mehr angehabt, das sieht so gut aus. Oh mein Gott, das sieht so süß aus. Hallo! Hallo! Ich habe meine Perücke vergessen. Und jetzt muss ich die Elise-Perücke von Mauki tragen, weil ich habe meine weiße, schöne Perücke vergessen. Einmal mit professionellen Menschen. Hör auf, mich anzuschimpfen, sonst weine ich gleich. Ich bin so verzweifelt. Boah, dieser Lippenstift brennt so auf den Lippen, ne? Was? Hast du den aus Tschernobyl? Ja. Oder hast du den doch mit Daymate genommen? Push-up. Ist das so einer, der die Lippen dicker macht? Ja, deswegen. Ja, du hast da halt so... Durchblutungszeug drin. Ja, geil. Ich bin gewohnt, ob ich was Scharfes gegessen habe. Ich hasse es. Ich sehe gleich aus wie Katja Krasavitz.
Schuti Muti. Ich bin ready. Pudi Luti. Das noch nicht. Ah. Pucci Nucci. Marke Juicy. Potato. Was hat man hier jetzt an Simpson? Jetzt ist sie Sim. Ein Schwanz, wa? Oh! Du kannst es auch aufmachen und legen. I am onto it. But this is very shit constructed. I mean, this 2 plus 2. Und sie ist raus. I mean, 2 plus 2. Ach, jetzt! Das wäre halt hart witzig, wenn sie wirklich einschlägt. Ist schön, haben wir auf jeden Fall vorbei. Eher wie so weg mit deiner Hand und nicht so High Five. Also, es sieht cool aus, aber es ist halt super knapp. Aber guck mal, wie cool der Rock geworden ist. Ist noch nicht ganz fertig. Wir machen den restlichen Stuff fertig und dann sehen wir uns gleich. Das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Okay, es hat funktioniert. Ich habe das Cosplay an. Es ist sehr, hat sehr lange gedauert, das anzuziehen alles. Vor allem diese ganze Scheiße aufzumalen. Vielen Dank nochmal an Mauki für die Hilfe. Und ich bin so todmüde, Alter. Ich will einfach nur schlafen. Und danach müssen wir noch Siri shooten. Let's just do it. Ja! Ja! Nice! Wow. Nani, müde. Och, nö. Was fertig, ich fehle nur noch an Schuhe. Dieser Moment, wenn man Siri ist, aber tief im Innersten noch Elderwood Ari. Noch komplett bemalt unter diesem Cosplay. Naja. Es ist das letzte Set. Wir haben alle keinen Bock mehr. Aber wir ziehen durch. Ich hab noch Bock. Juhu, du bist der Einzige. Ich hab eigentlich auch noch Bock. Safe. Gut, zeig her. Perfekt. Einmal. It's a rap? It's a rap. It's a rap. It's a Dürüm dabei. It's a Dürüm. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. 3 Tage Kalendershooting sind durch. Die Kalender sind ab jetzt erhältlich, also checkt mal gerne unten den Link ab. Hier ist er nochmal eingeblendet. Hier könnt ihr mal vorbestellen. Und wir haben noch Leine. Komm mal kurz her. Dankeschön, Leine, fürs Fotografieren. Falls ihr auch so ein guter Fotograf werden wollt wie Leine, folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram, denn da kündigt er immer wieder an, wann er mal so geile Lichtworkshops und Coachings und so ein Shit macht. Marci, meine beste Freundin, hat auch noch super viel geholfen mit dem ganzen Schiddli-Middli einpacken, umschminken, Perücke kämmen. Außerdem hat sie bei all meinen Kostümen die Öhrchen und die Schwänzchen gemacht für mich. Auch die Ari-Tails, die so richtig crazy aussahen. Falls sie sagt, Mann, ich bin ein Cosplayer, aber mir fehlt einfach der richtige Schwanz, dann checkt mal hier ihren Shop ab. Ansonsten folgt ihr auf Instagram und Admir, der beste Nebelmensch. Nicht nur hat er hier die ganzen Sachen aufgebaut, er ist auch ständig zu der Rewe gefahren und hat einfach irgendeinen verfickten Müll geholt, den wir vergessen haben. Guten Morgen. Wir sind nicht mehr in Wiesbaden, wir sind wieder in Köln. Jetzt stehen wir in diesem wunderbaren neuen Fotostudio. Wow. Und jetzt shooten wir nicht innerhalb von 3 Tagen, sondern innerhalb von hoffentlich 3 Stunden, damit ich geschlafen gehen kann. Ich bin so müde. Das Merchandise, was jetzt hier drin ist, hier sind die Muster, die wir heute schon mal abshooten werden. Überraschend schwer. Erste Sache, die ich euch zeige, sind die, die Team Eistee Sachen. Also wir haben einmal Team Eistee Pfirsich, Team Eistee Zitrone. Das ist für die unehrenhaften Team Eistee Zitrone Leute unter euch. Und dann haben wir noch Team Eistee Pfirsich. So ein Eistee Pfirsich, der so über die Leichen der Zitrone hinweg geht und die Pfirsichflagge hochhält. Dann haben wir noch... der kann man einfach raushalten. Dann haben wir noch die Oversized Sweater. Also die sind alle oversized quasi. Also Wenn man den jetzt bestellt, sagen wir, das normalerweise eine Größe S und du bestellst die Größe S, dann ist der Pulli eigentlich eine L.
Aber es steht trotzdem S drin, weil der soll halt so groß sein. Dann haben wir noch den Ducky Sweater, den süßen. Schon niedlich, Alter. Ich weiß nicht warum. Ich feiere so sehr diese passiv-aggressive Ente, die einfach so niedlich aussieht, aber einfach so einen wütenden Gesichtsausdruck irgendwie hat. Und dieses Dakyo. Ich weiß nicht warum, aber als ich das gesehen habe, das war einfach nur so eine Mut. Ich nehme mal ein kleiner Shoutout an Vale, die das wunderbar designt. Jetzt haben wir sie noch drin. Da sind nur diese Pullis drin. Nein, gut, da ist noch mitten drin. Okay, haben wir noch das T-Shirt. Das ist quasi so ein Männershirt. Für alle, die sagen, Ich bin der edle Ducky-Herr oder die Frau, die gerne Unisex-Shirts trägt. Aber mir sind einfach Pullover in jeder Jahreszeit zu warm. Deswegen gibt es noch ein T-Shirt. Die Jogginghose, Digga. Die hat doch hinten so eine Tasche. Ich liebe dich, die auch gerade an. Aber meine ist mega dreckig. Ich film nicht meine Jogginghose. Film diese schöne, saubere Jogginghose, die noch nicht vollgeschissen ist. Sehr schön. Wow, 1A. Na, nice Qualität. Die Jogginghose ist das Einzige, was leider etwas teurer sein wird, weil es einfach in der Produktion unfassbar teuer sein wird. Wenn ihr Bock habt, so viel Geld für eine Jogginghose auszugeben, cool. Wenn nicht, kann ich es vollkommen verstehen. Aber sie ist sehr schön und sehr weich und sehr warm und nice und gemütlich und süß, Alter, süß. Okay. So. Okay, jetzt kommen die Hoodies. Wir haben einmal den schwarzen Ducky-Hoodie. Very nice. Ich auch gerade an. Aber meiner ist, wie gesagt, immer noch dreckig. Das ist ein sauberer. Und die Idee hatte jemand im Twitch-Chat und meinte, warum machst du das nicht auch andersrum mit den Farben? Und ich war so, coole Idee. Hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe beim Merch angerufen. Ich war so, ja, ich weiß, wir releasen in 5 Tagen. Aber können wir noch ein Design mit reinnehmen? Und die waren so, wir machen alles möglich. Wir sind so überall rumgefahren, haben alles getan, was sie konnten. Haben dann noch einen gelben Hoodie geholt. Ist der nicht mal cool? Ich feiere die Farbe. Oh. Ich liebe diese Farbe als Oberteilfarbe irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich finde die einfach cool. So mit Jeansjacke drüber ist einfach cool, weißt du? Keine Ahnung, kann man so gut tragen. Ich bin halt so ein Mensch, ich trage halt irgendwie immer Tops, weil ich schwitze halt immer zu Hause, weil ich all meine Heizungen hochdrehe. Und in meinem Stream war es immer so mega, ich trage immer Tops. Also haben wir noch einen Damentop. Ein schönes Damentop. Für alle Leute, die auch gerne Tops tragen. Okay, kennt ihr dieses I'm Fine-Meme? Wenn nicht, und das ist jetzt hier einmal kurz eingeblendet. Ich habe dazu quasi so eine Parodie gemacht und habe das quasi als Ente gemacht, als Emote für meinen Twitch-Kanal. Und dann habe ich mir dieses Tastendesign ausgedruckt von dieser Ente, die an diesem Tisch sitzt, in diesem brennenden Raum. Mit einer Tasse auf dem Tisch. Und die Tasse auf dem Tisch ist diese Tasse. Und die Tasse auf dem Tisch, auf der Tasse auf dem Tisch, ist die Tasse auf dem Tisch, auf der Tasse auf dem Tisch, auf der Tasse auf dem Tisch. Ja, ja, ist okay, okay, okay. Verstehst du, was ich meine? Voll cool, Alter! Mit dem Fotoshooting sehe darauf einen kleinen Anstößer mit einer leeren Tasse. So schmeckt der Feierabend. Keine Ahnung, das ist so unlustig, Alter. Ich raste aus. Ich höre mich einfach. Falls ihr sagt, oh, das ist ein sehr cooles Fotoshooting, ich hätte jetzt unbedingt gerne einen Kalender oder diese coole Tasse oder Merchandise, dann sage ich nur, geht doch jetzt einfach auf anitheduck.com. Der Shop ist für 4 Wochen geöffnet. Wenn ihr bis zum 1.12. bestellt, dann kriegt ihr es auch noch garantiert vor Weihnachten. Alles, was danach kommt, kommt dann irgendwann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres oder auf jeden Fall nicht mehr garantiert bis Weihnachten. Ja, das war's. Würde mich mega freuen, wenn euch das alles gefallen hat und ihr sagt, hey, finde ich cool. Und wie macht man Werbung für sein Merch? Ich weiß nicht. Ich finde die Sachen cool. Vielleicht gefallen sie euch ja auch. Die Pullis sind sehr weich. Die Kalender waren sehr viel Arbeit. Buy my Merch. Tschüss. Oh Mann, ey.